Einen wunderschönen, sommerlichen, großartigen, guten Abend wünsche ich euch. Ich hatte diese Folge ganz anders geplant. Ich hatte ein eigenes Intro gemacht. Ich hatte wirklich alles anders gemacht und drehe jetzt das gesamte Ding um. In der heutigen Folge geht es um die ersten 10.000 Bilder. Warum ich das jetzt hier bei diesem wunderschönen abendlichen Licht mache und warum sich eigentlich alles geändert hat, um das geht es heute in der heutigen Folge. Viel Spaß bei Akigraphie Live. Ach, ist es nicht herrlich? Leute, es ist Sommer. Eigentlich sollte man sich gar nicht aufregen, aber heute Abend habe ich wirklich allen Grund dazu. Ich hatte diese Folge angefangen, weil ich gedacht habe, ich mache das mal anders. Ich nehme mein neues Gimbal. Der Zion, wie auch immer, Smooth 4. Ein Gimbal für mein Smartphone und habe gedacht, ich mache das mal ganz kreativ und stelle mich an einen Bachlauf. Weil ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass ich jetzt Timelapse-Videos machen kann mit Motion. Das heißt also 5 Minuten drehen und das ganze Ding läuft automatisch. Habe aber dann völlig vergessen, erstens, dass der Bachlauf, also solche natürlichen Bewegungen bei Timelapse eigentlich gar nicht mal so toll aussehen. Und zweitens, die Qualität, die aus dieser App, die das bereitstellt, herauskommt, ist so unterirdisch. Dass ich gesagt habe, Leute, das kann ich euch nicht antun. Das ist meines Kanals unwürdig. Und dementsprechend mache ich jetzt wirklich alles nochmal von vorne. Und möchte euch jetzt, wie gesagt, nochmal begrüßen zu der heutigen Folge. 10.000 Fotos. Muss ich 10.000 Fotos machen als Fotograf, damit ich sagen kann, die ersten 10.000 Fotos sind nur zur Übung, alle scheiße, alle schlecht und erst danach wird es richtig gut. Stimmt das wirklich? Fotografie ist ein Erfahrung- und Lernprozess, da komme ich später nochmal da drauf. Die Erfahrung, die ich heute gemacht habe, die schätze ich sehr. Die hat zwar was mit Video zu tun und nicht mit Fotografie, aber für mich war das lehrreich, weil ich einfach gemerkt habe, manche Dinge gehen nicht. Und das lerne ich nach über 15 Jahren meiner eigenen Fotografie jetzt immer noch, dass ich sagen kann, okay, man macht bittere Erfahrungen, man stellt fest, das, was man hier macht, ist zwar irgendwie cool, macht irgendwie Spaß, aber es bringt nichts, denn am Schluss den Output, den man produziert, den kann man echt wirklich niemandem zeigen. Das ist natürlich auch ein Qualitätsbewusstsein, das sich entwickelt mit den Jahren. Und für mich war diese Lehre ganz klar, dass ich mit dieser App nichts mehr filme und nichts mehr zeige. Ich möchte euch jetzt trotzdem den Unsinn noch zeigen, den Quatsch, den ich noch gemacht habe über eine meiner Timelapse-Videos, weil ich schon in der Vorschau gesehen habe, Leute, das wird nichts, das sieht einfach nur grauenvoll aus. Und ja, klar, natürlich, das ist Firlefanz. Aber das sind einfach Dinge, die man macht, wo man sagt, jetzt bin ich schon mal hier und jetzt mache ich diesen Scheiß auch wirklich noch durch. Ja. Ich lade auch bitte jeden dazu ein, der sagt, ich habe diese App auch am Laufen. Vielleicht mache ich irgendwas falsch oder habt ihr Tipps oder Tricks? Gerne rein in die Comments. Kommen wir wieder zum Hauptthema zurück. Eigentlich wollte ich heute Abend eine Mythos-Folge drehen, also aus meiner Reihe Akis Fotografie-Mythen, weil der Mythos, den ich als Mythos bisher empfunden habe, bis ich mir darüber Gedanken gemacht habe, 10.000 Fotos zu machen, das sind die schlechtesten und danach fängt die Fotografie erst richtig an, ist eigentlich falsch. Das ist kein Mythos, sondern das ist wirklich grottenfalsch und das ist auch fies gegenüber allen Neulingen. Und ich sage euch in dieser Folge, warum. Ich weiß, dass dieses Paradigma aus einer Zeit kommt, wo man noch nicht so viel Fotos hat machen können, auf der Speicherkarte unendlich Platz hatte. Das kommt primär aus der analogen Zeit. Bei den meisten fängt es eigentlich auch gar nicht erst bei Null an zu zählen. Denn man macht im Regelfall, bevor man wirklich in die Fotografie einsteigt und sich eine tolle Kamera kauft oder eine Einsteigerkamera, eine Profikamera, wie auch immer, das ist ein ganz anderes Thema. Man fängt nicht bei Null an. Man hat meistens davor schon mit dem Handy oder wie auch immer schon seine ersten Erfahrungen gemacht. Und daher ist dieser Begriff, die ersten 10.000 Fotos sind für die Katz eigentlich schon mal völlig sinnlos.
Fotografie ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, da komme ich später nochmal drauf. Allerdings lässt sich das nicht in der Anzahl der gemachten Fotos messen. Und manchmal entwickelt man sich wirklich nur in einem Bereich der Fotografie weiter und dafür braucht man allein schon 10.000 Fotos und dann macht man weiter. Und an der Stelle müssen wir auch wirklich ganz fair bleiben. Es gibt genügend Anfänger, dafür gibt es genügend Beweise. Ich habe erst letztens wieder einen gesehen. Ich darf hier mal ein Bild zeigen von einem, der sich Anfänger nennt und mich angeschrieben hat deswegen und mich Rat gefragt hat. Und ich bin auf sein Portfolio gesagt, wow, tolles Bild, fantastisch. Wie hast du das gemacht? Das frage ich, der sich als Profi schimpft, frage ich einen Anfänger und sage, tolles Bild, zeig mir mal, wie hast du das gemacht? Also es gibt genügend Beweise, dass auch Anfänger hervorragende Arbeiten leisten können. Und solche Fotos müssen auch nicht nach x-tausend weiteren verbessert werden. Sie sind einfach gut und sie haben einfach einen Zeitwert, sie haben Gültigkeit. So, und das reine Experimentieren in der Fotografie macht einen Großteil der Freude in der Fotografie aus. Also sich erstmal einzureden, ich muss erstmal 10.000 Fotos Schrott produzieren, Entschuldigung, ist die reinste Spaßbremse. Das Problem ist nämlich, dass wir Fotografen häufig dazu neigen, uns mit anderen, vor allem mit anderen Fotografen zu vergleichen und dann ganz schnell zu sagen, okay, ich bin noch nicht so weit, ich kann das noch nicht so gut wie der oder jener Profi, den man vermeintlich für einen Profi hält. Wer weiß schon, wie lange derjenige oder diejenige in der Fotografie schon dabei ist. Und ich sage euch, was wirklich schlechte Fotos produziert, indem man sich in einen Teufelskreis begibt, indem man sich ständig, wie gesagt, vergleicht mit anderen Fotografen und vor allem eben denkt, derjenige hätte eine bessere Ausrüstung. Und damit schließt sich nämlich der Kreis. Damit denke ich, oh, mit meinem Krempel, den ich als Fotografenausrüstung bezeichne, komme ich nie zu was und der ist viel besser, also muss ich in den nächsten Laden und die nächste teure und bessere Kamera kaufen. Erst dann bin ich besser, weil dann kann ich es mir sparen, ewig und ewig und ewig zu üben und mit meiner Fotografie nicht weiterzukommen. Dann kaufe ich lieber eine tolle Kamera und dann erschließt sich mir die Welt der Fotografie auf einmal. Und dann kommt noch ein gesellschaftliches Problem dazu. Wir sind es gewohnt, heutzutage Zeit komprimieren zu wollen oder zu müssen, sagen wir es mal so. Also von Zero zu Hero, von 0 auf 100 in kürzester Zeit. Fehltritte erlaubt man sich heutzutage gar nicht mehr. Fehler darf man heute nicht mehr machen. Man will wirklich von 0 auf 100 der King of China sein mit seiner Fotografie. Und das verhindert jegliche Kreativität, das verhindert der Lernprozess. Ich finde, dieser Satz ist komplett, wirklich komplett verkehrt. Denn die ersten 10.000 Fotos sind nicht die schlechtesten, sondern eigentlich sind das die besten. Denn mit diesen Fotos hat man gelernt, da baut man sich sein Portfolio auf, da baut man sich sein Hirn auf, sein Sehen auf und damit erreiche ich auf Dauer, dann können es auch 100.000 Fotos anstatt 10.000 Fotos sein, meine Expertise als Fotograf. Übrigens würde ich ganz gern mal einen Fotografen sehen, der nach diesen berühmten 10.000 Fotos nur noch Hammerfotos macht. Das will ich sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt den berühmten Dunning-Kruger-Effekt. Dunning-Kruger, wie auch immer, Effekt. Das ist eine Untersuchung, die hat nichts direkt mit Fotografie zu tun, aber die beschreibt, dass die Lernkurve eigentlich nicht so ansteigt, sondern am Anfang entwickelt man relativ schnell in dem, was man macht, eine Expertise, die lässt aber gewaltig schnell nach. Und erst mit der Zeit, wirklich erst mit der Zeit, entwickelt man seine Expertise. Allerdings, und das ist entscheidend, die darf nicht an 10.000 Fotos festgemacht werden. Diese Lernkurve ist bei jedem unterschiedlich. Und es kommt ja auch noch dazu, dass die Fotografie unheimlich vielschichtig ist. Es geht um physikalische Sache, technische Sache, es geht um Dinge mit dem Sehen, es geht um kreative Dinge. Fotografie beschränkt sich nicht nur auf einen Bereich. Und all dies zu meistern, das kann man nicht in 10.000 Fotos, das kann man auch nicht in 100.000 Fotos. Manche können es nach 10 Fotos, nach 100 oder nach 100.000 und manche können es einfach am Ende nie. So, kommen wir zum Schluss. Wie gesagt, die Fotografie ist, wie ich am Anfang gesagt habe, ein Lernprozess. Der lässt sich allerdings nicht in Einheiten angeben. Wann ist es denn soweit? Wann bin ich denn der große Held vom Erdbeerfeld? Manchmal führt Fotografie so weit, dass ich einen Weg gehe, diesen gehe, er macht mir Spaß und am Ende komme ich an einer Kreuzung heraus, die mich entweder nach links oder nach rechts führt oder gerade ebenwegs wieder zurück. Aber ein Ende gibt es in der Fotografie eigentlich nie.
So Freunde, das war das Thema 10.000 Fotos. Ich bin wieder ein bisschen emotional geworden. Sorry dafür, aber das Thema reizt mich sehr. Ich finde es so schrecklich und so schade, dass in so vielen Fotoforen den Einsteigern immer wieder dieses Paradigma auf das Auge gedrückt wird. Mach du erstmal 10.000 schlechte Fotos. Als würde es nach 10.000 und einem Foto besser werden. Wer gibt eigentlich diese Regel vor? Daher wirklich meine eindringliche Bitte, wenn ihr es mit Anfängern zu tun habt, ermutigt sie, in der Fotografie weiterzukommen und ermutigt sie, das nicht an Zahlen festzumachen. Und ermutigt sie, kreativ zu bleiben und die Freude an der Fotografie niemals zu verlieren mit solchen Sprüchen. So, ich genieße jetzt noch ein bisschen den Sonnenuntergang, werde diesen vielleicht noch fotografieren oder filmen, aber sicherlich nicht mit dieser katastrophal schlechten App von diesem Gimbal. Danke fürs Zusehen, bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Euer.